Hast du auch Videomaterial auf deinem Handy und auf deinem PC, das ungeschnitten ist? Dann zeige ich dir hier mit Magic Video Deluxe, wie du in ganz einfachen Schritten einen tollen Film machen kannst. Zeige euch, wie man ein Projekt erstellt, darin schneidet und Musik hinter den Film legt. Und in wenigen Minuten hat man ein tolles, geschnittenes Video. Interessierst du dich auch für Magic Video Deluxe und besitzt es noch nicht, dann schau doch einfach in die Videobeschreibung. Hier packe ich dir den Link für die Homepage rein. Dort findest du unter anderem auch eine Testversion, um das, was du hier im Video lernst, einfach kostenlos anwenden zu können. So, wir starten das Programm jetzt aktuell Video Deluxe Premium von Magic und dann öffnet sich sofort das Projekt erstellen. Ganz am Anfang. Hier neues Projekt oder Projekt laden. Natürlich haben wir noch kein Projekt. Im Normalfall, wenn ihr jetzt das zum ersten Mal öffnet und mein Tutorial anschaut, dann wählen wir hier noch einen Projektnamen. Das wäre jetzt zum Beispiel Schneiden Test 1, 2, 3. In den Filmeinstellungen, da gehen wir drauf, je nachdem, was ihr gefilmt habt, ob ihr Full HD mit 50 Frames gefilmt habt oder 25 oder 24, sucht es aus oder findet eine Einstellung, die euch passt. Hier gibt es genug zur Auswahl. Aber dazu kommen wir in weiteren Videos. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, Full HD wähle ich immer aus. Ihr könnt es währenddessen, während der Bearbeitung auch noch anpassen. Dann Audio Sample Rate würde ich euch empfehlen, auf 48.000 zu lassen. Und danach starten wir das Projekt. Ganz wichtig für den Anfang, die Timeline hier unten in dem Bereich. Hier haben wir verschiedene Segmente, in denen wir die Videos, Audio und Bilddateien reinstecken. Hier ist unser Werkzeug, da kommen wir später noch dazu. Wichtig, oben links ist das Vorschaufenster in unserem Fall hier. Oben rechts befindet sich der Import, die Effekte, Vorlagen, Audio und Store. Das Ganze kann individuell natürlich auch angepasst werden. Man kann das hier alles verschieben, vergrößern und verkleinern. Wenn ihr mehr dazu sehen wollt, machen wir gerne ein Video dazu. So, jetzt gehen wir auf die Reise. Bevor wir natürlich loslegen, wollen wir erst einmal importieren unsere Videos, die wir brauchen. Und die befinden sich bei mir auf einem bestimmten Pfad und das ist der hier. Ihr schaut natürlich durch, wo eure Videos sind und dann habt ihr die hier in der Leiste. Ihr könnt die Videos entweder mit einem Klick ziehen und reinlegen oder ihr geht drauf, so wie auf dem nächsten Video, und macht ihr mit der Download-Pfeiltaste, legt er automatisch hier rein. Jetzt spielen wir das Video einfach mal ab, dann drücken wir hier einmal auf die Pfeiltaste für Play, Wiedergabe. Es hört sich jetzt noch nicht spektakulär an, weil es gibt keinen Sound zu dem Video. Stopp und Start, das Ganze kannst du auch mit der Leertaste machen. Was viel handlicher ist, du solltest viele Dinge auf die Tastatur legen, um einfach mit der Maus wesentlich freier zu sein. Was wir jetzt noch dazu brauchen, ist die Musik. Die ziehen wir auch hier rein. Die lege ich unten drunter. Gehen wir jetzt wieder nach vorne, entweder hier oder mit der Taste zurück, springt zum Bereichsanfang. Drücken jetzt Start, haben wir die Musik aus Stufe 3 auch noch dabei. Und ich finde, es hört sich gleich wesentlich epischer an. Es macht so viel aus, die Musik. Und jetzt schneiden wir zur Musik. Bedeutet, ich höre mir jetzt die Musik an und da, wo ich denke, es kommt ein Bild- und Filmwechsel, da drücke ich dann drauf, stoppe, wir schneiden und legen das nächste Video rein. Okay, ungefähr hier. Mit STRG und Mausrad nach vorne könnt ihr reinzoomen, könnt ihr allerdings auch hier unten machen über Plus und Plus und über die Plus hier könnt ihr die Ebene nach oben und unten größer machen und weniger sehen und hier könnt ihr weiter reinzoomen. Das Ganze könnt ihr mit Mausrad auch machen, STRG oder Shift und je nachdem macht ihr auch größer oder kleiner. Okay, unser Wechsel findet ungefähr hier statt. Wir wählen dazu ein Objekt aus, sollten wir kein Objekt auswählen und jetzt schneiden, schneiden wir alles, was sich in unserem Projekt befindet. Das bedeutet, wir gehen auf das Zerschneidemodul und wenn wir jetzt schneiden,
haben wir nicht nur das Videomaterial zerschnitten, sondern auch die Musik, die wir nicht zerschneiden wollen. Das heißt, wir gehen auf rückgängig, SDRG und Z oder hier rückgängig, gehen wieder auf unseren Bereich, wo wir hin wollten. Das ist ungefähr hier. Wählen das Video an und zerschneiden dann. Der Unterschied, wir zerschneiden nur das Video. Diesen Bereich vom Video wollen wir jetzt nicht mehr, weil wir ja sofort dann den Szenenwechsel in den Wald haben. Und deswegen markieren wir das Ganze und gehen auf die Mülltonne, löschen oder mit Entfernen oberhalb der Pfeiltasten auf der Tastatur. Wir nehmen das nächste Videosegment, schieben es ran. Ich lege es immer eine Spur tiefer, weil es einfach für mich schön ersichtlicher ist. Ihr könnt es aber genauso gut hier oben hinlegen, es macht gar keinen Unterschied. Und dann hören wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Schön auf den Klavierton getroffen. Hier kommt dann der nächste Wechsel. Wir würden es wieder anwählen, zerschneiden, entfernen. Das nächste Video kommt rein. Ich nehme jetzt einfach mal zur Darstellung ganz frech dieses hier. Wählen wieder die Download-Taste oder ziehen es mit der Maus rein, weil hier kommt noch ein besonderer Aspekt. Wir sehen hier die Insel mit dem Boot. Und wenn wir jetzt hier nach vorne gehen, sehen wir irgendwann von unten diesen Vogel hier reinfliegen. Und ich finde es ein sehr schöner Moment, wo der Vogel reinkommt. Davor ist es eher nicht so interessant. Und darum wählen wir den Bereich, wo der Vogel reinfährt. Das bedeutet, wir wollen hier starten. Drücken hier drauf, entfernen das Ganze, lassen den Vogel reinfliegen, drücken da mal auf Stopp, zerschneiden, entfernen vorne und hinten. Das könnt ihr mal jetzt auch mit entsprechenden Tools hier machen, Anfang entfernen, Ende entfernen, Szene entfernen, Film trennen, aber dazu gehen wir auch in weiteren Videos darauf ein, das machen wir nicht jetzt. Okay, das Video wird rangeschoben, ja. Zack. Und dann hören wir es uns nochmal an, wie lange es vom Takt sein muss, um hier reinzufinden. War ein Stückchen zu lang, habt ihr es gehört? Geh mal hierher. Jetzt ist es perfekt. Okay, und da kann man sich dann komplett austoben. Ich habe euch das im Intro schon mal zusammengestellt. Wie das alles funktioniert jetzt mit rein- und rausladen, das wisst ihr. Ganz zum Schluss, wenn dann alle Videos drin sind, können wir die Musik einfach kürzen, indem wir sie entweder so ranschieben, von hinten kürzen, oder wenn wir sie natürlich schneiden wollen, was wir auch tun können, können wir sie hier aufhören lassen, Musik anwählen, schneiden, den Rest wieder entweder markieren und mit der Mülltonne löschen oder mit entfernen und somit hört dann auch die Musik auf. Mit etwas Übung geht es auf jeden Fall relativ flott, diese einzelnen Szenen zu schneiden und schön in Szene zu setzen. Und dann sehen wir die schönen Szenen hintereinander, sowie die Musik. Die Musik fällt am Schluss leise ab und der letzte Spot wird nochmal hier über die Taste einfach ausgeblendet. Okay, schauen wir es uns doch einfach nochmal zusammen ab, wie die Timeline hier vor einem Bit zum anderen wechselt.